Oh, die Scheiße. Ich hab das Spiel verlassen. Mit dem wohl? Wer denn? Jetzt hab ich das Spiel verlassen. Super. Hippie. Schweinebacke. Jo. So, richtig. Richtig. Mann, ey, ey. Ganz ruhig vorne. Was ist richtig jetzt? Wollt ihr eiern? Perry? Ja? Ich hab's dir schon mal was kleiner gemacht und wenn du es zuhaben willst, sagst du Bescheid, ja? Ja, danke. Bitte. So wird ein Dialog geführt. Perry? Ja? Ich hab schon mal halb zugemacht, wenn du zuhaben willst, sagst Bescheid. Böse. Er ist halt nur neidisch, dass mit ihm keiner vernünftig redet. Der ist ja immer so ruhig, wenn ich ihn die Sprechschüsse sagt. Der hat halt auf die Erstschüsse, die sprengen jetzt immer wieder ein. Du siehst ja wirklich, warum ich immer meine Männlein feiere, so dass ich mit ihnen spreche. Da gibt's andere Foren. Ich kann dir meine Telefonnummer geben. Sprich mit Trini.de oder was? Ruf. Oh, jetzt geht's schon wieder los. Das war ja wohl die Knallerwerbung, oder? Oder wie war das? Mutti hat Lust oder Oma? Das ist ja alles richtig, ey. Aber wenn die Trini sich alles so reingezogen hat, dann macht mir das so ein bisschen Angst. Das sieht man immer nach. Oh mein Gott, was da für Dinger da rumrennen? Nee. Startlöcher für seine Show Sound Experience.
Trini, die hat das Chaos dick hinter den Ohren. Wer weiß, was die alles in den Beinen hat. Hallo? Die hat auch so einen Ruf mich am Telefon, oder was willst du sagen? Ja, genau. Ja, irgendwie muss ich ja jetzt bei dir. Ja, ah, die lässt ihn hier laufen, wa? Oh, nicht. Nein. Joi, Kollege. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Esel. Okay. Jerry, sag Bescheid, ne? Bescheid. Boah, Arti. Ich sagte, die dauert nur 5 Minuten. Denn der kommt jetzt von 20 bis 22 Uhr mit seiner Show. Sound Experience, ja. Und hier geht's jetzt mal ganz kurz weiter mit, ich sag mal, meiner ganz persönlichen Feuerwehrhymne. In diesem Sinne mal Grüße an alle Kameraden, Kameradinnen da draußen. Oh, nee. Oh, nee. Nee, du willst mit mir den Dialog führen. Vielleicht wird der ein Monolog. Der Monolog. Oder... ja, andere Sachen. Andere Sachen? Analog. Ich hab gesagt, ich muss Geld verdienen. Adi, ruf doch mal an, die Kaffee klingelt. Dafür musste ich noch Miete zahlen. Tja, das ist ja immer das erste Mal, ne? Ich bin so weit, wenn es sich besser an die Studenten. Ja, ich bezahle auch nicht. Bist du Student? Ach, stimmt! Jetzt, wo du es sagst. Ne? Hätte ich jetzt noch mal gesagt, Student, wie ich früher mit sie gesagt hätte, da wäre auf die Barrikaden gesprungen. Ne? Wie kann ich denn jetzt her? Ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich das nicht mehr mache, ne, Thorsten? Nö. Ist das? Ist ihm egal. Ja, ich meine, ich finde das klasse, dass es geschafft hat, ne? Was hast du studiert? BWL, aber ich bin ja vom Beruf Sohn, das muss man halt im Hintergrund, im Hinterkopf so, haben. Okay. Ich bin ja voll die brauchen also mit dem Studium. Die brauchen im Studium immer ein bisschen länger, bis zu werden gar nicht fertig. War noch die geheime Wettquote. Ja, also ich habe BWL studiert, aber wusste halt, dass ungefähr egal, wie gut oder schlecht mein Studium dann wird, ich mal einen Arbeitsplatz oder so haben werde. Heißt jetzt nicht, dass ich nur rumgegammelt habe und nicht gelernt nein, habe. Nein, nein, das können wir natürlich Quatsch. Quatsch. Ich hab doch gesehen. Analysebau. Nein. Ja, ja, anstatt Prüfungen laden, ne? Das würden die nie sagen. Ja, immerhin bin ich ja hier bei Dieter auf der Laden, da musste ich ja einmal kurz weg und hab da meine deine Prüfung in Sand gesetzt, ja, wir wissen. Genau, da hab ich eine solide 3-7 geschrieben. Aber vorher, ja, den Tag bin ich ja schon ein bisschen näher gegangen und hab das Grillen verpasst. Ich war sehr sauer. Scheiße. Du warst natürlich so demotiviert, ne? Trotzdem nur versieben. Ja, dann kam ich wieder, hab Brust aufgemacht. Der Rammstein hat mir Wodka mit Wodka gemischt. Dumme Idiot. Stimmt. Echt? Gibt es sowas auch? Gibst du es denn mal was Gutes? Für die Nerven, ne? Hast du gedacht? Ja. Also, ich sag das jetzt mal so ein bisschen versteckt. Wenn das gewisse Etwas an dem Abend nicht gewesen wäre, möchte ich nicht wissen, wie das ausgegangen wäre mit Thorsten und dir. Ich glaube, das wäre übel geworden. Wir wären beide heimwärts gekrochen. Ja, ich hätte halt mal wahrscheinlich irgendwo hingekotzt. Das wäre. Obwohl, Thorsten, da hat er sich schon verabschiedet, ne? Ja. Da hat er gar nichts mitgekriegt. Der lag ja schon im Bettstück. Entschuldigung. Der lag ja schon. Das war noch der Moment, wo ich draufpinkeln wollte, oder nicht? Kramax besoffen, Alter? Nee, da lag macht er meinen Land einfach zu, ey. Auf Omas. Kramax steckt drin. Rami, hast du wieder gesoffen? Was? Hast du wieder gesoffen? Bist du besoffen? Wie kann man das erst eigentlich nicht viel.
Hab ich auch schon mitgekriegt, dass der öfter so ist. Ich dachte einfach immer überall mal so. Was ist da los? Die tragen mein Gott, er hat jetzt nicht. Alter. Nein. Wo bist denn du? Chico, ich bin schon auf dem Weg. Danke. Du hast das nächste eingeschlagen. Ja, ich hab's gesehen. Gut. Danke. Bitte. Wollen wir unser Gespräch weiterführen? Was ist froh? Sie ist froh dabei. Vielleicht sagt sie, sie müssen Euro nachschmeißen. Ja. Kohleanleger, der steht vom Kohleanleger. Ja. Ja, alles. Machen wir alles. Wie sprichst du denn? Mir nicht. Scheiße. Für den Rüdiger tue ich alles. Ich hab nichts gemacht. Ich hab gedacht, du wirst jetzt wieder hier. Ja, danke schön, Papi. Ich mache aber bestimmt schon absichtlich. Nee, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Boah. Gleich kommt, Alter. Der war gut. Boah, Alter, du. Yeah. Alles, alle? Nee, er hat gedacht, ich fange an zu krampfen. Jetzt was vom Tisch gerutscht. Mal Männlein haben, dann ist das scheiße hier. Kann ich mal Golderz haben? Ich hab schon wieder ganz bescheidene Goldminen. So, jetzt so machen, bitte. Ja, mach es sofort. Endlich hat er die Hacke reingetan. Wie war das? So machen? Nein. Wie nein? Nein. Noch nicht mal halbwegs am Limit von dem Schmelzen möglichen Gezumpel. Also 53, 53, Scheiße, ich bin ja voll 75 und 31. Der Scheiße. Dankeschön. Ich hab da jetzt so einen Pixel bei deinem Laufweg da reingeknallt, kann sein, dass Stau gibt. Irgendjemand sagt sich zu, hört sich an wie du. Unglaublich. Ihr hört euch alle gleich an. Ist klar. Wenn man jetzt weiß, dass ich der Schönste von allen bin. Oh, da wurde ein anderes erzählt. Den Steg noch annehmen? Ja, wurde die anderes erzählt. Wer war Paris? Das? Ja, bitte. King Edward. Aha. Thorsten. Ich bin unschuldig. Ja, das sagen sie alle. Glaube ich. Thorsten, kippst zu, gibt's ein halbes Jahr weniger. Hm? Nee.